So, guten Tag. Herzlich willkommen zum neuesten Masterclass zur Nutzung von TikTok zur Maximierung des Engagements mit Hochschulmitarbeitern, Studenten und Arbeitgebern in der Dachregion. Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit Times Higher Education und TikTok veranstaltet. Gut, mein Name ist Luisa Rollenhagen. Ich werde die heutige Sitzung leiten. Und ich bin mit einer Gruppe von Experten aus der Wissenschaft und der Industrie zusammen, die ich kurz vorstellen möchte. Mit dabei ist Professor Dr. Sarah Spitzer, Professorin im Studiengang Online-Medienmanagement an der Hochschule der Medien in Stuttgart, sowie Sophia Engstler, Werkstudentin für Data Intelligence und ebenfalls bei der Hochschule der Medien. Wir begrüßen auch Professor Dr. Judith Ackermann, Forschungsprofessorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, sowie Charlotte Kohlhaas von TikTok im Bereich Media Partnerships der Dachregion. Also die digitale Entwicklung verändert zunehmend die Art und Weise, wie Hochschulen arbeiten und mit ihren Mitarbeitern, Studenten und Arbeitgebern interagieren. Daher werden Social Media Plattformen immer wichtiger, wenn es darum geht, die Hochschulen effektiv mit verschiedenen Gruppen kommunizieren zu können. Also genau dem Thema wird uns Frau Kohlhaas von TikTok jetzt einen kurzen Beitrag vorstellen, der zeigt, wie TikTok daran arbeitet, Hochschulen und das akademische Lernen allgemein auf seiner Plattform zu unterstützen. Frau Kohlhaas, ich überlasse Ihnen jetzt das Wort. Vielen Dank. Hallo auch nochmal von mir. Charlotte, mein Name. Ich leite das Media Partnerships Team bei TikTok Deutschland, beziehungsweise für den Dachraum. Bin seit ein bisschen mehr als 3 Jahren bei TikTok. Habe sozusagen die Reise von Anfang an mitbekommen, von Musical.ly bis zu TikTok. Und mittlerweile eben verantworte ich die Medienpartnerschaften im Dachraum. Ich würde jetzt meinen Bildschirm einmal teilen und die Präsentation starten. Wenn das jetzt jeder sehen kann, wunderbar. Dann noch einmal hier der Titel, ein etwas längerer Titel, aber die Nutzung von TikTok zur Optimierung des Dialogs mit Universitätspersonal, Studierenden und Arbeitgebern in der Dachregion. Kurz gefasst, was können Universitäten und Hochschulen auf TikTok machen, um mit Studierenden in den Kontakt zu treten, Wissen darzustellen, Inhalte von Studiengängen darzustellen und TikTok als eines der Kommunikationsmittel zu integrieren, welches in der Palette der Kommunikationstools genutzt wird. Einmal kurz zur Agenda. Die Präsentation ist nicht sehr lang, weil wir uns natürlich Zeit lassen möchten für ein Gespräch am Ende. Ich würde kurz was dazu erzählen, was TikTok ist, wie es funktioniert, was Hochschulen auf TikTok machen können. Das sind allerdings nur ein paar Denkanstöße und Ideen mit Beispielen angereichert. Und dann würde ich noch an meine Mitpanelisten übergeben von der Hochschule der Medien Stuttgart, die ein bisschen über ihre ersten Versuche und den Start auf TikTok erzählen möchten. Dann einmal starten wir einfach rein. Das ist TikTok. TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. TikTok gibt es mittlerweile seit fast 3 Jahren. Im August werden es 3. Und TikTok macht besonders, es sind vertikale Videos. Es werden einem Videos vorgeschlagen, vom ersten Moment an, auf dem man die Plattform öffnet. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und es macht die Plattform besonders, dass für jegliche Arten von Inhalten ein Raum geschaffen wird. Das haben wir in den vergangenen 3 Jahren sehr, 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 sehr oft gesehen, dass jede Art von Inhalten auf TikTok einfach möglich ist. Ein bisschen zu den Nutzungszahlen. Aktuell, kurz beiseite schieben. Wer nutzt TikTok? In Europa sind wir mittlerweile bei mehr als 100 Millionen Menschen, die jeden Monat TikTok nutzen. Die meisten unserer Nutzerinnen sind zwischen 16 und 25 Jahre alt. Auch das ist sicherlich sehr relevant für das Publikum heute. Es handelt sich sozusagen um die Altersgruppen, die noch nicht an den Universitäten sind, beziehungsweise die an den Universitäten sind und wahrscheinlich eher gegen Ende ihrer Universitätskarriere stehen. Wir merken aber auch, dass auch die Anzahl der NutzerInnen jenseits der 25 steigt. Also wir sehen auch sehr viel ältere Nutzergruppen, die auf der Plattform nicht nur Inhalte erstellen, aber auch Inhalte konsumieren. Also auch die Plattform wird älter, so wie wir es bei vielen anderen Plattformen, die es in der Vergangenheit, die es immer noch gibt, aber die in der Vergangenheit gegründet worden sind, auch ähnlich passiert ist.
Dann einmal kurz, ich hatte es schon angeschnitten auf der ersten Slide, wie werden Inhalte auf TikTok konsumiert? Hier einmal die Gegenüberstellung. Der Social Graph ist, was wir von anderen Plattformen kennen. Das bedeutet, wenn ich mich auf einer Plattform neu anmelde, dann muss ich mich erstmal verbinden. Das heißt, ich muss mir Profile suchen, denen ich folgen möchte, und ich muss ganz bewusst proaktiv sagen, diese Inhalte möchte ich sehen. Der Unterschied zu TikTok ist, TikTok nennt sich das Ganze Content Graph. Hier stehen die Inhalte im Vordergrund. Das bedeutet, vom ersten Moment an, wo ich mir die Plattform heruntergeladen habe und sie das erste Mal öffne, werden mir Inhalte vorgeschlagen. Im ersten Moment sind das Inhalte, die zu dem Zeitpunkt sehr beliebt sind, und es wird mir auch eine große Palette an Inhalten vorgeschlagen, um einfach erstmal zu lernen, was gefällt mir als Nutzerin am besten. Und dann, sobald ich anfange, mit der Plattform zu interagieren, ich schaue mir Videos zu Ende an, ich setze ein Like oder ich kommentiere, so lernt die Plattform dann immer weiter, was mir gefällt, und kann mir mehr davon vorschlagen. Natürlich möchten wir verhindern, dass sich Filterbubbles bilden. Dementsprechend werden immer wieder neue Inhalte eingespeist, die dafür sorgen, dass ich auch nach mehreren Monaten oder Jahren der Nutzung immer noch neue Inhalte entdecken kann. Darüber hinaus stehen die Inhalte im Zentrum und nicht unbedingt die Person oder der Account, von dem der Inhalt stammt. Das bedeutet, ein Video kann das erste Video sein, das man hochlädt, und es kann auf der Plattform viral gehen. Man kann wirklich hohe View-Zahlen erreichen, ohne dass man sich erst Follower aufbauen muss. Und dann ist natürlich auch der Unterschied dadurch, dass die Videos einem vorgeschlagen werden. Aus Account-Betreiber-Perspektive kann man das Ganze dann auch so betrachten, dass man nicht nur mit seinen Followerinnen spricht. Ich benutze immer gerne die Analogie aus dem Sport. Man spricht nicht nur mit den eigenen Fans, sondern man spricht mit allen. Man spricht auch mit denen, die einen vielleicht nicht mögen, wenn es im Sportkontext beispielsweise ist. Das bedeutet aber auch, dass man seine Kommunikation ein bisschen anpassen muss. Das bedeutet, man muss annehmen, dass man auch mit Personen außerhalb der eigenen Zielgruppe spricht, aber auch für die sehr interessant sein kann. Und über die Views, die man über diese Personen generieren kann, erreicht man wiederum seine eigene Zielgruppe. Also es ist alles ein Multiplikator sozusagen, um eben die Aufrufe zu generieren. Einiges davon schon angeschnitten, breite Zielgruppe, verschiedenste, unterschiedlichste Alterskategorien, dadurch, dass man eine sehr breite Ansprache haben kann. Darüber hinaus geht es auf TikTok um Mitmachen und nicht nur Zuschauen. Also TikTok gibt viele Tools, die es einem ermöglichen zu interagieren. Darüber erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Und man kann Themen auf ganz neue und kreative Art und Weise präsentieren. Zum nächsten Punkt, wie funktioniert TikTok? Ich habe ein paar Features auf den nächsten Slides, die ich gerne vorstellen möchte. Aber zu Anfang einmal, was kann ich mit der Plattform selbst machen? Was kann ich mit der App selbst machen? Das Wichtige bei uns ist einfach, wir geben unseren NutzerInnen die Tools an die Hand, um Inhalte mit der App selbst zu erstellen, zu bearbeiten und dann hochzuladen. Im besten Fall dauert das nicht allzu lange. Wenn es ein aufwendigeres Video ist, dann natürlich schon. Man kann Effekte hinzufügen, man kann Sounds hinzufügen, man kann Timer setzen, es gibt verschiedene Aufnahmemodi. So die Möglichkeiten, was man mit der App allein im Aufnahmemodus machen kann, sind sehr, sehr vielseitig. Und dann lebt natürlich jedes Video, insbesondere bei den Videos, um die es hier in diesem Kontext wahrscheinlich geht, von den Effekten. Ein super beliebtes Feature ist der Greenscreen. Wird ganz besonders oft genutzt, um etwas zu veranschaulichen, um etwas zu erklären. Man kann ein Bild sozusagen hinter sich platzieren, um ein möglicherweise komplexeres Thema besser zu erklären, besser zu veranschaulichen. Das nächste Tool ist das Text-Tool. Auch das sollte sicherlich von anderen Plattformen bekannt sein. Ist super, super hilfreich für Storytelling, aber auch um die Aufmerksamkeit von Anfang an zu packen. Ja, weil im Endeffekt kann man es sich so vorstellen, man ist im Wettbewerb mit allen anderen Videos, die vorgeschlagen werden. Und in dem Moment, wo mein Video erscheint, muss ich den Daumen anhalten. Ne, den Daumen der Nutzerinnen anhalten und dafür sorgen, dass sie mein Video anschauen.
da hilft auf jeden Fall das Nutzen des Texttools, weil so kann ich direkt erklären, hierum geht es in dem Video und so die Aufmerksamkeit bekommen und das Video wird sich weiter angeschaut. Zwei weitere Features sind das sogenannte Duett und Stitch. Das sind Features, mit denen es möglich ist, auf ein anderes Video zu reagieren, auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Duett bedeutet, ich kann das Originalvideo auf der einen Seite haben, mein eigenes Video auf der anderen und kann sozusagen reagieren. Ich kann nur reagieren, indem ich meine Reaktion zeige, aber ich kann auch selbstverständlich interagieren. Also ich kann auch Ton aufnehmen und kann auf die andere Videohälfte reagieren. Ich habe auch noch ein Beispiel dabei, wo man das dann ganz gut sehen kann. Stitch bedeutet, es ist ein ähnliches Format. Da ist es nur so, dass das andere Video zuerst gezeigt wird und mein eigenes Video dann darauf. Es gibt da ein Format, was vielleicht der eine oder die andere schon kennt, wo es darum geht, zu zeigen, dass man etwas aus einem Ort kommt oder dass man eine bestimmte Eigenschaft hat, ohne es wirklich zu sagen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Tell me what country in Europe you come from without telling me what country in Europe you come from. Hi, Tachin, ne? Zusammen. Ich mach mal so, ne? Davon gibt es unendlich viele Videos, die eben eine Reaktion auf das Video davor darstellen. Das letzte Feature, was ich vorstellen möchte, ist das Voice-Over-Feature. Auch das ist eine super Funktion, um wirklich das Storytelling zu verbessern im eigenen Video. Bedeutet, dass ich, nachdem ich ein Video aufgenommen habe, mein eigenes Voice-Over drüber sprechen kann, was natürlich so ein bisschen den Druck wegnimmt, das Voice-Over während der Aufnahme schon perfekt hinzubekommen. Und man kann aber auch so eine bessere Erzählperspektive einfach einnehmen. Ne, möglicherweise ist mein Video wo gedreht, wo viele Hintergrundgeräusche sind oder ähnliches, wo ich das eigene Voice-Over nicht vorher aufnehmen konnte. Somit kann ich es im nächsten Schritt dann einfach in der App selbst machen. Das nächste Thema, was ich gerne vorstellen möchte, ist das Thema Lernen mit TikTok. Vielleicht ist das auch dem einen oder der anderen schon ein Begriff. Lernen mit TikTok ist eine Initiative, die wir im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben, die auch von Kollegen in der ganzen Welt umgesetzt wird. Und das ist ein Investment in edukative Inhalte. Edukative Inhalte bedeutet aber nicht nur klassische Bildungsinhalte, sondern Inhalte jeglicher Art, die den NutzerInnen einen Mehrwert bieten, wo man etwas lernt, wo man etwas mitnimmt. Einfach das Gefühl auch dabei haben, dass sie trotzdem unterhalten werden. Die Videos sollen inspirieren und sollen aber auch die Möglichkeit bieten, in dein Thema noch etwas tiefer einzutauchen. Das war unser Ansatz im vergangenen Jahr. Im vergangenen April haben wir das ins Leben gerufen. Mittlerweile sind mehr als ein Jahr vergangen. Der Hashtag Lernen mit TikTok wird nach wie vor mehr als 10.000 Mal im Monat verwendet, um Videos, die einen edukativen Inhalt beinhalten, zu veröffentlichen. Warum ist das insbesondere hier wichtig? Weil wir sehen natürlich, dass die Wissensvermittlung eine super Möglichkeit ist für Hochschulen, aber auch für Personen, die an Hochschulen arbeiten, für Personen, die bestimmte Berufe ausüben, für jegliche Person, die ein gewisses Expertenwissen mitteilen kann und möchte, ist das der perfekte Rahmen sozusagen. Ich habe jetzt hier vier verschiedene Videos mitgebracht. Das zweite Video sieht man auch schon, das ist die Duett-Funktion. Wir können uns die einfach mal anschauen. Wir bekommen ein Gefühl dafür, was für Arten von Wissensvermittlung auf TikTok unter anderem, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, möglich ist. Jetzt gibt es keinen Ton. Das ist eine saublöde Antwort. Bitcoin kann eine wirklich attraktive Geldanlage sein, es kann aber auch voll in die Hose gehen. Du musst verstehen, was dahinter steht. Du musst verstehen, warum genau du Bitcoin zu wie vielen Anteilen in deinem Portfolio hast. Das ist eine komplexe Fragestellung. Also, über Nacht Millionär mit Bitcoin schnell Lambo kaufen? Grober Blödsinn. Sag mal, Bitcoin macht mich doch über Nacht zum Millionär. So war das nicht geplant. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin,
Liebe KollegInnen und liebe PolitikfreundInnen. Inhaltlich verleugnet. Frau Kollegin, ist Ihnen denn auch bewusst, dass es in diesem Land noch Männer gibt, die Auto fahren und die Bier trinken? Ist Ihnen das bewusst? Weil Sie haben nur von Frauen gesprochen am Anfang. Ich glaube, da haben Sie sich vertan. Vielleicht haben Sie nicht ganz zugehört, aber das Ganze bedeutet Gendern. Und das bedeutet, man... Und das bedeutet, im Gegensatz zu den vorherigen Ansprachen, schließe ich nicht nur Männer und Frauen ein, sondern jeden Menschen, egal welchen Geschlechtes er sich angehörig fühlt. Womit würdest du in der Schule lieber lernen? Mit dem Schulheft oder mit dem iPad? Wenn es das iPad ist, Pech gehabt. Denn eigentlich wollte Deutschland 5 Milliarden Euro investieren in die Digitalisierung von Schulen. Bisher wurden aber nur 16 Millionen Euro ausbezahlt. Das sind 0,3%. Das weiß ich, weil ich mit diesem digitalen Gerät ausgerechnet habe. Und Corona zeigt genau, warum das kacke ist. Nur etwa die Hälfte aller SchülerInnen bekamen qualifizierten Digitalunterricht. Der Rest musste sich zum Beispiel einfach Arbeitsblätter selbst ausdrucken. Ausdrucken! Schulen brauchen endlich WLAN. LehrerInnen brauchen Laptops und digitalen Fortbildungen. Denn viele haben einfach keine Ahnung. SchülerInnen brauchen endlich Geräte, denn solche Arbeitshefte sind total veraltet. Und nicht jede Familie kann sich ein iPad oder ein Notebook leisten. Wir sind Schüler von heute, die in Schulen von gestern, von Lehrern von vorgestern, mit Methoden aus dem Mittelalter auf die Probleme von übermorgen vorbereitet werden. Habe ich auf dem Notebook vorgelesen. Eins weiß ich sicher, auf der Arbeit nutzen wir nur das hier und nie das hier. Was ist das denn? Mein Lehrer hat mir Arbeitsblätter mitgegeben, aber ich habe doch Ferien. Ist das überhaupt zulässig, Herr Anwalt? Eine Minute. Jura. Und die Frage des Tages kommt von Bro World. Yo Bro, ich habe Arbeitsblätter bekommen, muss ich die in den Ferien machen? Und die Antwort lautet... Nö, musst du nicht, denn in den allermeisten Bundesländern ist es verboten, euch Hausaufgaben über die Ferien zu geben. Ja, ja, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo heute die Ferien beginnen. Denn die Ferien dienen eurer Erholung und eurer Entwicklung. Denn man soll sich auch mal ohne die Schule und ohne Hausaufgaben entwickeln und seine Persönlichkeit in Abenteuern mit seinen Freunden in den Ferien reifen lassen. Das war eine Minute Jura und ich bin derjenige, der mit euch irgendwann die Hausaufgaben abschafft. Was ist? Ich denke, das ist ein kleiner Einblick in die, in die Bandbreite an Inhalten und auch wenn Herr Anwalt in diesem Fall SchülerInnen anspricht. Wir wissen, dass seine Zielgruppe nicht nur aus dieser Altersgruppe besteht, was eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich ein Inhalt möglicherweise an eine Zielgruppe adressiert, aber nicht unbedingt nur von dieser Zielgruppe gesehen wird. Was können wir von diesen Best Cases lernen? Komplexe Themen werden einfach dargestellt. Informative Inhalte haben einen persönlichen Zugang dadurch, dass sie ein gewisses Storytelling verwenden. Und jedes Video hat einen Mehrwert. Das ist, glaube ich, das, was einfach im Kern von Lernen mit TikTok steht. Irgendein Mehrwert wird immer rübergebracht. Und das geht eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und Themen werden auf die Zielgruppe zugeschnitten, komplexere Themen interessant machen und aber auch eben unterhaltsam. Ne? Und richtet sich nicht nur an diejenigen, die adressiert sind, sondern einfach an alle. Jetzt sind noch ein paar kurze Gedanken zum Thema Hochschulen auf TikTok. Warum TikTok? Ich glaube, ich habe es mit der Altersgruppe schon recht gut dargestellt, aber die aktuellen und zukünftigen Studierenden sind auf TikTok aktiv. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit Studierenden und aber auch anderen interessierten Audiences in Kontakt zu treten über die Mechanik der Plattform, dadurch, dass ich zielgruppengerecht, aber auch alle anderen adressieren kann. Und dann haben wir über Lernen mit TikTok einen optimalen Rahmen für die edukativen Inhalte, die Awareness für euer Angebot, eure Studiengänge, was am Campus passiert und so weiter und so fort eben schaffen können. Und was ist möglich? Was sehen wir vielleicht bereits auf der Plattform? Wir sind aktuell an einem Punkt, wo im Dachraum noch nicht so viele Universitäten auf TikTok aktiv sind. Wir haben noch keine sehr, sehr großen Accounts von Universitäten, so wie wir es aus dem europäischen, aber auch aus dem europäischen Ausland oder aus den USA kennen.
Dementsprechend bietet sich hier auch eine wirklich gute Chance, die man zum jetzigen Zeitpunkt noch ergreifen kann, sich mit der eigenen Universität wirklich, wirklich gut zu positionieren, schnell ein Following aufzubauen, Reichweite aufzubauen und verschiedenste Möglichkeiten zu schaffen, um Einblicke zu bieten, was passiert an der Uni, was kann ich hier studieren, was passiert in den einzelnen Studiengängen und so weiter und so fort. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die vielleicht schon in diese Richtung gehen können. Zum einen haben wir das Museum für Naturkunde, was sehr, sehr, sehr aktiv auf TikTok und auch sehr erfolgreich auf TikTok ist, die sehr viele edukative Inhalte veröffentlichen. Liegt auf der Hand, als Museum macht das auf jeden Fall Sinn. Hier haben sie ein Video veröffentlicht, was sehr erfolgreich war. Da ging es um den Traumjob Wissenschaft. Und der Kollege, der bei ihnen dort arbeitet, als Kurator, hat ein bisschen durch eine der Sammlungen geführt und hat davon erzählt, warum er schon immer Wissenschaftler werden wollte. Was darüber hinaus passiert ist, in den Fragen, in den Kommentaren werden Fragen gestellt, die der Account dann beantworten kann. Was ich im nächsten Beispiel mitgebracht habe, die Telekom wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt so das erste Beispiel, auf das man kommt, wenn man an Lernen mit TikTok oder Lerninhalte denkt. Aber was die ganz besonders gut machen, die nehmen die Fragen aus ihren Kommentaren und beantworten diese in einem neuen Video. Sie beantworten Fragen wie, kann man bei euch einen dualen Master machen? Oder sie beantworten auch, was kostet es, Glasfaser zu verlegen? Ne, also es ist wirklich eine super Art und Weise, um zu interagieren, aber auch die richtigen Fragen einfach sehr, sehr einfach beantworten zu können. Und dann noch kurz zusammengefasst auf der linken Seite, was kann man wirklich darstellen? Ne, also was kann man zeigen? Also Inhalte aus den einzelnen Studiengängen, die Berufe, die darüber hinaus erreicht werden können, deren Inhalte darzustellen, vielleicht auch den Werdegang, wie komme ich wirklich dorthin? Und der Blick hinter die Kulissen ist das, was das Ganze so reizvoll macht. Ein paar internationale Beispiele, wie eben schon gesagt, wir haben im Vereinigten Königreich, beziehungsweise hier in Irland, die University of Limerick, die sehr erfolgreich auf TikTok ihren Auftritt gestaltet und eine Mischung aus Campusleben, Information und Studieninhalten darstellt und dann dem gegenübergestellt UCLA, University of Southern California, Los Angeles, auch da bisschen Campusleben, bisschen Ankündigungen, Informationen, aber auch, was kann ich dort studieren, was kann ich dort machen und ja, einfach ein Einblick in das Studierendenleben. Und auch hier wissen wir, dass die FollowerInnen dieser beiden Accounts sind sicherlich nicht nur aktuelle Studierende oder zukünftige, sondern auch viele darüber hinaus, die einfach deren Inhalte mögen. Dann würde ich an diesem Punkt mich einmal bedanken für die Aufmerksamkeit und möchte gerne übergeben an die Kolleginnen. Super. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Vielen Dank auch an alle im Publikum, die heute bei uns sind. Ich hatte schon mitbekommen, ein paar haben ein paar Probleme mit, also die Präsentation zu sehen oder zu hören. Da würde ich empfehlen, entweder über die Zoom-App selbst nochmal zu probieren, sonst wenn es gar nicht geht, das wird hier alles aufgezeichnet und das wird auch später online alles verfügbar sein. Also ich hoffe, jeder kann jetzt gut alles sehen und hören. So, dann würden wir jetzt in die Podiumsdiskussion einsteigen. Wir werden danach ungefähr 5 bis 10 Minuten Zeit haben, auch Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Die können Sie gerne in die Chatbox reinschreiben und dann werden wir am Ende der Diskussion nochmal darauf eingehen. So, zum Einstieg. Ich glaube, wir wollten uns als Studiengang noch kurz vorstellen. Genau, Case Study. Geht auch ganz schnell. Es sind nur drei Folien. Natürlich. Entschuldigung. Genau, ich hoffe, ihr seht meinen Bildschirm. Wir sind eben der Studiengang Online-Medienmanagement der Hochschule der Medien in Stuttgart
Und wir sind der einzige Studiengang einer staatlichen Hochschule im deutschsprachigen Raum, die eben auf TikTok vertreten sind. Unsere Inhalte werden von einem studentischen Redaktionsteam erstellt, das pro Semester wechselt. Grundsätzlich unsere Ziele mit dem Account sind eben, Aufmerksamkeit auf unseren Studiengang zu lenken, nicht nur für aktuelle Studierende, sondern damit auch Studieninteressierte anzusprechen. Aber gleichzeitig lernen wir als Studierende mit dem Modul auch sehr viel dazu und lernen eben Social Media Management am Praxisbeispiel kennen. Hier ein kurzer Einblick in unsere Zahlen. Wir sind auch ganz stolz darauf, wir konnten unsere Followerzahl jetzt in diesem Semester um 250%, glaube ich, sogar steigern. Also wir sind gestartet mit um die 100 Follower. Natürlich noch eine andere Größenordnung als UCLA. Aber wir haben auch im Laufe des Semesters jetzt sehr viel dazugelernt und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Hier seht ihr noch ein paar unserer Content-Formate. Unser Kanal besteht aus verschiedenen Konzepten. Wir haben einerseits den Teil, in dem wir edukative Inhalte vermitteln wollen, einfach um damit einen Mehrwert auf unserem Account zu bieten. Eben genau wie von Charlotte angesprochen, Berufsbilder vorstellen, aber auch Begriffe aus dem Online-Marketing. Und gleichzeitig verfolgen wir aber auch das Ziel, eben ein Branding zu schaffen und haben auch unterhaltende Inhalte und greifen aktuelle Trends auf unserem Account mit auf. Genau, das war es auch schon von mir. Super, danke. Ist auch, da können wir auch gleich in die erste Frage an die ganze Runde einsteigen. Das ist auch ein guter Einstieg da. Also Social-Plattformen wie TikTok, wie wichtig würdet ihr alle sagen, ist das für die Förderung des Ansehens von Hochschulen und Wissenschaftlern? Was kann TikTok dazu beitragen? Also ich würde sagen, dass es einfach eine andere Niedrigschwelligkeit herstellen kann. Also jetzt nicht im Sinne von, dass man es jetzt vergleichen könnte mit high-ranked Forschungsprojekten oder Journal-Publikationen, aber natürlich kann man eine andere Wahrnehmung dadurch gestalten, dass man sich so ein bisschen öffnet und eigentlich auch präsentiert, was sind das für Menschen an so Hochschulen, wie geht das eigentlich im Studium, also dadurch eine größere Zugänglichkeit für das System schaffen, was ja auch wichtig ist, weil wir wollen ja auch uns breiter aufstellen, also diverser werden und da ist es, glaube ich, für Hochschulen eine ganz wichtige Plattform, um da präsent zu sein. Ich glaube, Professor Spitzer hatte noch... Ja, genau, also ich würde mich dem anschließen, ich würde es noch ergänzen, im Prinzip ist das sicherlich nicht die Plattform, auf der wir wissenschaftliche Meriten einsammeln, sondern gerade geht es eigentlich um die andere Seite. Wir haben immer den Anspruch, dass wir ja unsere Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm machen, sondern in die Gesellschaft reinwirken. Und ich glaube, da ist eine Plattform wie TikTok ganz wichtig, weil wir da einfach zeigen, dass wir das zum einen können, dass wir vermitteln können, wofür wir stehen, für welche Inhalte wir stehen. Und zum Zweiten, weil wir, das hat Charlotte ja eben gesagt, da auch die Zielgruppen nun mal erreichen, die wir an den Hochschulen haben wollen. Und Frau Engstler, ich glaube, wollte auch noch was dazu sagen. Genau, da kann ich auch aus Studierendensicht nochmal ergänzen, dass es uns auch total viel bringt, wenn wir auf der Plattform aktiv sind und dabei eben Social Media Management am praktischen Beispiel kennenlernen können. Also wir haben somit die Möglichkeit, was auszuprobieren, was uns auch fürs spätere Berufsleben dann weiterhelfen wird. Super. Ich glaube, Herr Kuhlmann wollte noch was sagen? Genau. Ich wollte ganz kurz nochmal sagen, wer ich bin. Ich glaube, bin bei der Einführung kurz vergessen worden. Ich bin von der Universität Mannheim und dort eigentlich für die interne Kommunikation zuständig, beziehungsweise für das Intranet. Aber über diesen Umweg dann auch zu TikTok gekommen und wir sind da gerade dabei zu schauen, dass wir zum Herbstsemester einen eigenen Kanal öffnen. Wir werden da auch jemanden einstellen, der das dann hauptamtlich macht. Zur Frage, wie sich das Ansehen von Universitäten aufwerten lässt, kann ich sagen, dass wir eben gesehen haben, dass sich durch TikTok
im Gegensatz zur klassischen Kommunikation Nischenthemen viel besser darstellen lassen und sich viel besser mit Trends experimentieren lässt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die akademische Expertise und die Erfahrung unserer Studierenden eben für sich selbst sprechen zu lassen und können ein Stück weit weggehen eben von diesem klassischen, wir haben hier ein Forschungsergebnis, wir haben dort ein Forschungsergebnis, sondern können ein bisschen weg von den Vorurteilen, die Universitäten, gegen die Universitäten zu kämpfen haben, so als graue, staubige und abschreckende Verwaltungsgebilde. Wir zeigen, wir sind offen gegenüber neuen Formaten, haben ein mitreißendes Campusleben, das wir bieten können, wenn jetzt gerade nicht Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht, haben tolle Veranstaltungen wie bei uns die Online Experience Days und auch hier wieder die Markenbotschafter sind bei uns die Studierenden eben selbst. Das war als Punkt noch. Super, danke. Und dann geht das so ein bisschen, da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber hören, wie die richtige TikTok-Strategie die Anwerbung und das auch Engagement von Studenten maximieren kann. Also was spezifisch jetzt für Herrn Kuhlmann, aber auch für alle, was hat funktioniert? Was ist da in Ihren Erfahrungen die richtige Strategie oder die effektivste Strategie? Da wir noch keinen eigenen Account haben, kann ich bislang nur von den Beobachtungen berichten, die wir hatten. Dass meistens so ein gesunder Mix aus abwechslungsreichem Content und aber auch einem nachhaltigen Community Management, dass das am besten funktioniert. Also das ist so die Beobachtung. Das heißt, wenn man schöne Formate hat, die wir jetzt auch gerne übernehmen würden, wie was ich als Erste in Mannheim hätte wissen sollen zum Beispiel oder einen Tag mit, dass man eine Dozentin oder einen Dozent mal einen Tag lang begleitet, über die Schulter schaut, dass sowas als sehr gut funktioniert, gepaart mit Challenges natürlich. Ich habe gesehen, dass Studierende da am wenigsten so die Berührungsängste haben, also diesem abwechslungsreichen Content auch mal Fragen zu stellen und Themen anzuschneiden, die vielleicht in einer traditionellen Beratungssituation so gar nicht passieren würden. Und das andere ist eben das Community Management, dass man schon früh anfängt in der Ansprache mit dem Video. Was denkt ihr darüber zu dem Thema, über das wir eben gesprochen haben? Die obligatorischen Call-to-Actions, die dann in den Captions stattfinden. Also schreibt es in die Kommentare, antwortet dazu. Wir sind eben zum Umgang mit den Kommentaren, dass man eben auf jeden antwortet, dass man vielleicht auch mal bei anderen Content-Creatern dann auf dem Profil etwas kommentiert. Oder dass man Duets und Stitches anbietet, beispielsweise. Super. Ich glaube, Frau Engster, Sie können da auch ein bisschen was dazu sagen. Genau, also was aus unserem Account jetzt gut funktioniert hat, was wir im Semester gelernt haben, ist, dass es wichtig ist, dass man, dass die User sich zugehörig fühlen zu den Inhalten, die vermittelt werden. Das müssen auch nicht immer nur unterhaltsame Inhalte sein, sondern was auch ganz erfreulich ist, dass unsere Lernen mit TikTok-Inhalte, also die mit edukativem Charakter, sehr gut angekommen sind, weil man damit auch einen Mehrwert bietet. Also wichtig sind dann immer die Art und Weise, wie die Videos produziert sind, dass man hier spannend ist, die Person gleich abholt und relevante Themen anspricht. Und Professor Dr. Ackermann, Sie wollten... Ja, bei mir ist der Account ja so ein bisschen eine Schnittstelle, weil er ja an mich als Person angedockt ist und nicht an unsere Fachhochschule. Und insofern geht es auch gar nicht so generell um quasi Interaktion mit unserer Hochschule. Es trägt sich natürlich mit, weil ich ja für diese Hochschule stehe, an der ich auch tätig bin. Aber es geht natürlich darum, Nachwuchs generell für wissenschaftliches Arbeiten zu begeistern und damit ja auch wieder neue Personen zu akquirieren. Und das funktioniert tatsächlich in diesen partizipativen Formaten, wie Patrick Kuhlmann ja auch eben schon mal angedeutet hat, ganz gut. Also ich bin zum Beispiel ganz stolz auf so eine kleine Reihe, die ich gemacht habe, die heißt Mein Studium, wo verschiedene Leute dann auch anderen wieder mitteilen in einer Minute, jetzt heißt es ja hier immer edukativen Contents, in einer Minute sagen, was sie studieren und was das Besondere ist und sich da so ein bisschen weiter verbreitet, dass dann andere ihnen wieder Fragen stellen, die sie dann beantworten und alle so ein bisschen in so einen Studienberatungsmoment eintauchen. Und da kann man wirklich mit diesen verschiedenen Formaten, das war eben auch eine Frage im Chat, ne, wie das mit den Stitches genau funktioniert und den Duetten, gut mit den Studierenden, aber auch den zukünftigen Studierenden zusammenarbeiten und
sie auch dadurch, dass man eben diese Rückmeldung gibt auf Fragen, die sie haben zum System oder zum Arbeiten oder zum Studium, ihnen ein stärkeres Gefühl dafür geben, dass sie das mitbestimmen und dass sie auch gehört werden. Weil manchmal haben Studierende auch das Gefühl, dass sie nicht gehört werden von den Hochschulen, obwohl wir natürlich immer versuchen, das ordentlich zuzuhören. Aber ne, manchmal ist es einfach eine andere Ansprachemöglichkeit, die, glaube ich, ganz gut so diese Beziehung stärken kann. Mhm. Ja, das ist sehr interessant in diesem Kontext. Das wurde jetzt ein paar Mal angesprochen, diese Erreichbarkeit und das Image auch der Universität auch ein bisschen erreichbarer zu machen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber hören. Also wie genau kann man es schaffen, dass Universitäten und Hochschulen für eine ganz neue Generation von Studieninteressenten zugänglich gemacht wird? Vielleicht für Leute, die denken auch, diese Hochschule oder diese Universität oder dieser Studiengang ist nichts für mich oder das, da fühle ich mich nicht angesprochen. Wie kann TikTok diese Lücke überbrücken sozusagen? Frau Dr. Spitzer vielleicht? Also ich würde annehmen, dass TikTok da letzten Endes eher so eine Art Appetizer oder wie Sie gesagt haben, Brückenfunktion machen kann. Das heißt, auf der Plattform selber können wir Aufmerksamkeit schaffen. Wir können vielleicht auch neugierig machen, indem wir eben immer wieder kleine Schlaglichter werfen auf Aufgabenbereiche, auf Themenbereiche, auf Schwerpunkte und so weiter. Und unsere Hoffnung ist natürlich dann, dass die Customer Journey weitergeht, also dass die von TikTok aus sich dann informieren und sagen, okay, ich folge diesem Account jetzt schon eine Weile, jetzt schaue ich eben mal, was die denn noch so machen und dann gegebenenfalls auf weiteren Plattformen einfach mal schauen, was steht denn da jetzt in der Studienordnung oder worauf spielen denn die Studierenden da an, warum reden die ständig von IT-Themen oder warum haben die irgendwelche Witze über Kameraführung gemacht. Und dann eben vertiefend bei uns sehen, okay, im Curriculum spielt das die und die Rolle. Also ich glaube nicht, dass wir Teile des Inhalts wirklich von unserem Curriculum auf TikTok auslagern. Aber ich glaube, was sehr gut gelingen kann, sind zwei Sachen. Das eine ist eben, wie gesagt, dass wir so Schlaglichter werfen. Das zweite, das merke ich bei mir selber, ist, dass ich lerne, die Geschichten andersrum zu erzählen. Also dadurch, dass man bei TikTok so schnell zum Punkt kommen muss, das ist was ich so ganz selbstkritisch sagen muss, was nicht unsere Kernkompetenz ist mit unseren 90-Minuten-Veranstaltungen, ist man gezwungen, einfach Dinge nochmal anders auf den Punkt zu bringen. Und vielleicht färbt das ja auch an uns ein bisschen ab in unserer Form der Inhaltevermittlung. Hm. Frau Kohlers, ich glaube, Sie wollten noch was dazu sagen. Genau, ja, ich dachte, ich werfe noch ein paar Punkte so aus Plattformperspektive da drauf, weil ich natürlich mit ganz, ganz unterschiedlichen Arten von Organisationen zusammenarbeite und ich glaube, es ist eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst worden. Also es geht darum, Awareness oder Aufmerksamkeit halt einfach zu schaffen, aber auf eine indirekte Art und Weise, ne? Und nicht darüber zu sprechen, in über 60 Sekunden lang, in diesem Studiengang geht es genau um dieses Thema, sondern halt einfach verschiedene Einblicke zu bieten und halt einfach zu schauen, was sind kurze Bite-Size, nennen wir es im Denglischen, würde ich sagen, dass man so darstellen kann, das sind diese Dinge, mit denen kann ich mich da beschäftigen. Ne? Und wenn ich halt einfach merke, dass das interessiert mich, da ist meine Aufmerksamkeit gepackt, dass dann natürlich die Evolution sein sollte, ich gehe auf die Seite der Universität und schaue mir an, was ist das denn eigentlich im Detail. Na, also das sollte definitiv die Route sein, die man über kurz oder lang anstrebt. Dazu würde ich noch ein bisschen im Hintergrund sagen, die Conversion, also wirklich dass dieser Weg gegangen wird. Ich denke, da wird sich die Plattform noch ein bisschen weiterentwickeln müssen, bis das wirklich messbar ist, dass x Studenten über den TikTok-Kanal gekommen sind. Ich glaube, da können wir alle realistisch bleiben. Aber ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang von einer sehr, sehr interessanten Entwicklung, um verschiedene Inhalte eben auf die Art und Weise darzustellen. Vielleicht an der Stelle auch noch, wir haben seit neuestem die Möglichkeit, auch bis zu 3 Minuten lange Videos auf der Plattform zu veröffentlichen, was, denke ich, auch wieder eine komplett neue Herausforderung eigentlich darstellt, weil diejenigen, die sich auf die 60 Sekunden fokussiert haben oder vielleicht sogar in 20 Sekunden zum Punkt kommen können, stehen jetzt vor der Herausforderung,
wie halte ich denn die Aufmerksamkeit für 3 Minuten? Ne? Bietet aber, ich denke, ganz besonders im Bereich der Lernen mit TikTok oder Bildungsinhalte einfach die Möglichkeit, doch noch ein bisschen mehr Information darzustellen, als es jetzt 60 Sekunden ermöglichen. Super. Professor Dr. Ackermann? Ich wollte nur ergänzen, dass ich auch das Gefühl habe, dass diese Lücke sich so allmählich schließt, weil auch wenn die Accounts, die jetzt da sind, noch nicht ganz so viele sind und auch noch nicht ganz so groß sind, kommen aber doch immer mehr. Also ich merke es jetzt auch bei meinen FollowerInnen, dass immer mehr Hochschulen dabei sind. Dann denke ich, ach, ist wieder eine dazugekommen. Also ich glaube, wir sind jetzt auch dadurch, dass wir dann jetzt vielleicht, die wir hier sind, schon ein bisschen sichtbarer sind, können wir natürlich andere auch wieder mitlocken. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich einige auf die Plattform gelockt habe, weil sie dann durch mich gesehen haben, dass man es doch auch für wissenschaftliche Themen nutzen kann. Und das geht ja anderen WissenschaftskollegInnen genauso. Also das würde ich nochmal sagen, dass ich glaube, wenn wir nächstes Jahr sprechen, wahrscheinlich sich schon super viel getan hat. Und ich finde auch, man kann diese Minute, also was Frau Spitzer gesagt hat, das teile ich, das ist auf jeden Fall eine Kompetenz, in einer Minute was so runterzubrechen, dass man trotzdem was mitnehmen kann. Und das verändert auch unser Sprechen in anderen Kontexten. Also man ist einfach viel, viel schneller und ist dann fertig nach der Minute und die anderen denken, wieso redet sie nicht weiter? Aber das ist jetzt so eine Art TikTok-Vermittlungskompetenz. Und ich glaube, das tut Wissenschaft generell ganz gut. Also einerseits so eine Notwendigkeit für sich zu sehen, das runterzubrechen, dass das auch Menschen verstehen. Das ist ja, was wir immer unter Third Mission auch irgendwie benennen, dass es nicht nur darum gehen kann, dass es bei uns im Hochschulwissenschaftskontext bleibt, sondern auch Menschen wissen, was wir machen und was sie damit anfangen können. Und ich habe dafür zum Beispiel ein Format, dann höre ich auch auf zu reden, das heißt wissenschaftlich unterwegs mit mir. Das ist jetzt nichts, was vom Content Graph so super geliebt wird, aber mir ist es wichtig, dass es trotzdem dabei ist, weil es immer auch so einen realistischen Einblick darin gibt, was ich als Professorin mache oder zu was ich forsche oder auf welchen Konferenzen ich bin. Und wenn man sich dann näher damit befassen möchte, kann man das auch über TikTok sich dann aneignen tatsächlich. Herr Kuhlmann? Ich kann das auch nur ergänzen. Man hat ja gesehen, auch gerade während Corona, dass die Social-Media-Kommunikation im Kontext des Studierenden-Marketings sehr zugenommen hat. Man muss aber auch wissen, dass das trotzdem für Hochschulen sehr herausfordernd ist, einerseits so etwas durchzusetzen intern, also Kanäle wie TikTok durchzusetzen. Da ist noch eine sehr große Zurückhaltung in den Universitäten. Das andere ist aber auch für die Abteilung Kommunikation oder Marketing als solche, sich auf ein neues Storytelling einzulassen, wie eben Frau Spitzner schon gesagt hat. Man erzählt Geschichten anders. Man hat plötzlich andere Themen, die man erzählt. Und das ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Ich kann aber auch sagen, dass man damit auf dem richtigen Weg ist. Wir machen ja, das machen andere Universitäten ja auch, eine Umfrage unter den BewerberInnen dann. Das haben wir das letzte Mal im Herbstsemester gemacht bei uns. Und da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass weit über 90% sowohl unsere Social-Media-Kanäle genutzt haben, um auf uns aufmerksam zu werden, beziehungsweise auch sich dann einzuschreiben, als auch das direkte Gespräch mit Studierenden höherer Semester, die schon bei uns eingeschrieben sind, um sich eben überzeugen zu lassen, dass die Uni Mannheim die richtige Wahl an der Stelle ist. Also wir sind da auf dem richtigen Weg zu sagen, ja, Social Media ist einerseits, auf der anderen Seite aber auch, dass wir Studierende für die Universität als MarkenbotschafterInnen dann sprechen lassen. Frau Engstler noch? Ich möchte noch ergänzen, dass natürlich ist es ein Ziel von Hochschulen, damit Aufmerksamkeit zu erhalten über TikTok. Aber gleichzeitig hat man eben auch als Studierender die Möglichkeit, sich in der Redaktion zu engagieren und kann dadurch extrem viel mitnehmen, auch wie viel Arbeit hinter den Videos steckt und hinter dem Kanal. Und damit bietet auch eine Hochschule den aktuellen Studierenden einen enormen, eine tolle Möglichkeit, da Erfahrungen zu sammeln und bildet sie auch dementsprechend gut aus. Super, danke. Jetzt habe ich eine Frage, die vielleicht Frau Dr. Spitzer am besten beantworten kann, obwohl natürlich jeder gerne seine Meinung dazu sagen darf. Aber Ihr Kurs beschäftigt sich ja mit dem Thema, warum interessieren sich Arbeitgeber, die halt spezifisch auf neue Absolventen ausgerichtet sind, für TikTok? Also konkret, welchen Nutzen hat die Vermittlung von Fähigkeiten und Social-Media-Bewusstsein für Absolventen in ihrer späteren beruflichen Laufbahn? Wie nützlich ist das für die Karriere?
Also ich würde sagen, immanent wichtig, weil wir einfach von unseren von unseren Arbeitgebern, die unsere Studenten einstellen, eben zurückgemeldet kriegen, dass es für Unternehmen natürlich auch längst eine Riesenherausforderung ist, alle paar Monate sich mit einer neuen Plattform zu beschäftigen, sich zu überlegen, soll ich da drauf gehen, wie gehe ich da drauf und wenn ich da drauf bin, welche Geschichte erzähle ich denn dann überhaupt? Und diese Kompetenz, die Sophia gerade hervorgehoben hat, also es geht uns jetzt gar nicht darum, dass die Studierenden das eine tolle virale Video positionieren, sondern wirklich darum, dass sie lernen, wie gehe ich an so eine neue Plattform überhaupt ran? Welche Fragen stelle ich mir, bevor ich da was poste? Was sind Inhalte? Wie wähle ich die aus und wie entwickle ich die? Und Leute, die das können, die sind für Unternehmen im Moment wirklich Gold wert, weil genau das ist, was Unternehmen ja täglich beschäftigt. Hat da jemand anders irgendeinen Erfahrungswert oder ja, Frau Enzler? Ja, dazu kann ich noch sagen, dass sich ein Account einer Organisation oder eines Unternehmens ja total von einem privaten Account unterscheidet. Also sowohl in der Nutzung, aber auch eben darin, welche Inhalte man vermitteln will, welche Strategie verfolge ich, welche Konzepte habe ich für den Account, über die man einfach Bescheid wissen muss, um eine neue Plattform auch sinnvoll für das Unternehmen oder die Organisation zu nutzen. Herr Kuhlmann? Für Unternehmen geht es ja auch darum, auch in Zukunft innovativ zu sein. Und ich glaube, dass TikTok helfen kann, unterstützend helfen kann. Also wir in der Universität haben zwar unsere Soft-Skill-Seminare, wo man so ein bisschen was beigebracht bekommt als Studierender, aber wenn es darum geht, wirklich kreativ mal ein Problem zu lösen oder meinetwegen auch Networking zu betreiben und das sind diese Fähigkeiten, die Unternehmen in Zukunft benötigen von der Generation Z, die ja so ein bisschen auf den Arbeitsmarkt kommt. Ich glaube, dass TikTok da sehr, sehr unterstützen kann, sowas auszubilden und auch uns in unserer Arbeit unterstützen kann, da eben kompetente junge Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Super. Und dann die folgende Frage würde ich noch kurz an Frau Kollers richten. Sie haben schon so ein bisschen angezeigt, wie die internationalen Hochschulkolleginnen und Kollegen ihren Social-Media-Ansatz so angehen. Was in Ihrer Erfahrung ist besonders erfolgreich? Also Sie haben ja so ein bisschen die University of Limerick da ausgezeichnet. Was funktioniert da besonders gut und was kann man auch im Dachbereich, was können die Kollegen im Dachbereich davon lernen? Also ich würde sagen, was bei diesen Accounts natürlich zu viralen Hits verholfen hat, sind oftmals Trends und Challenges, bei denen sie mitgemacht haben, aber die sie sich zu eigen gemacht haben. Wo sie halt einfach geschaut haben, okay, bei diesem Trend geht es um das folgende Thema, wie können wir das übersetzen in den Universitätskontext. Und das würde ich sagen, ist eine sinnvolle Herangehensweise, nicht nur für Universitäten und Hochschulen, aber für Accounts jeglicher Art eigentlich zu schauen, wie kann ich mir etwas zu eigen machen, wie kann ich das im eigenen Kontext umsetzen, kann ich darüber hinaus vielleicht noch, wie gesagt, so ein bisschen das Unbekannte zeigen, was man nicht kennt oder was vielleicht, wie Frau Spitzer es genannt hat, im Elfenbeinturm passiert. Das ist so im Groben eigentlich das Rezept, was man da verfolgen kann. Selbstverständlich wird nicht jedes Video ein viraler Hit, das ist klar. Aber ich denke, diese Arten von Videos sind sehr, sehr gut dazu geeignet, um einfach die Aufmerksamkeit auf das Profil zu lenken. Und wie Frau Ackermann erklärt hat, dann gibt es auch noch andere Inhalte, die vielleicht ein bisschen spezifischer sind, die vielleicht nicht so unbedingt dem Mainstream folgen, aber die für die es interessiert, super wertvoll sind. Ne? Und die kommen über diese anderen Videos auf das eigene Profil. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich auch sagen, eine gesunde Mischung ist, was die Accounts erfolgreich gemacht hat. Wenn man auf die Profile geht, sieht man auch, nicht jedes Video hat 100.000 plus Views. Da sind auch sehr, sehr viel kleinere Videos dabei. Aber ich denke, im Endeffekt erreicht man diejenigen, die man erreichen möchte. Möglicherweise sind manche Videos wirklich nur für die aktuellen Studierenden interessant und relevant. Die bekommen sie zu sehen.
und alles andere, was ein bisschen eine breitere Audience ansprechen kann, erreicht dann möglicherweise auch aus Kalifornien dann hier und uns in Europa. Ich würde noch eine letzte Frage stellen, bevor wir die Fragen an das Publikum eröffnen. Das ist für alle an die Runde. Also was würden Sie bei der Nutzung von TikTok eher vermeiden, wenn es darum geht, das Engagement der Studenten zu steigern? Was hat Ihrer Erfahrung nach gut, nicht gut funktioniert? Wovon sollte man lieber ablassen? Was ist da nicht so effektiv? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas besonders uneffektiv wäre, aber man hat natürlich eine Verantwortung, weil die Personen, die einem folgen, einem schon relativ schnell vertrauen. Also dass man nicht auffordert, würde ich jetzt sagen, zu Selbstoffenbarungen, die zu nah an den Personen dran sind, sondern wirklich auch schaut, dass alles, was an partizipativen Aktivitäten gemacht wird, so anonymisiert ist, dass es jederzeit vertretbar ist, das auch öffentlich zu teilen, weil das ist ja das Besondere des Content Graphs, dass auf einmal was so skalieren kann, dass das 1 Million Menschen gesehen haben. Und selbst wenn du denkst, ach, das sehen ja meistens nur so 1000 Leute, das ist ja nicht so dramatisch, hat auf einmal ein ganzes Bundesland das gesehen, so ungefähr. Und da hat man schon eine Verantwortung, würde ich sagen. Ja, Frau Engstler? Was wir im Semester gemerkt haben, oder gelernt haben, ist, dass es gibt natürlich Best Practices, an die man sich halten kann, zum Beispiel, dass eben die ersten Sekunden entscheidend auch sind, ob man sich das Video anschaut oder nicht, aber im Endeffekt bleibt TikTok dann doch eine Wundertüte und man weiß nie genau, welches Video es wohl doch in einen Trend schafft. Also deswegen würde ich hier eher raten, sich zu trauen, etwas auszuprobieren und Erfahrungen damit zu sammeln. Herr Kullmann? Da man ja vornehmlich mit sehr jungen Menschen spricht, die 16 sein können, 17, 18, 19, also so ein bisschen die Hauptzielgruppe, wenn es darum geht, auf den Bachelorstudiengang zum Beispiel aufmerksam zu machen, sollte man vermeiden, allzu cool zu wirken, also so gepresst cool zu machen, auch wenn man dann schon, doch schon über 30 ist, sondern Studierende für das Thema sprechen zu lassen, das macht das Ganze authentischer, sonst wird es, glaube ich, albern. Mhm. Das war das eine. Das andere ist, zu gucken, dass man eben keinen leeren Content anbietet. Das soll schon irgendwo ein bisschen auf die Marke einzahlen, die man hat, ohne dass man irgendwo ein Logo platziert, sondern man sollte schon zeigen, dass das ist die Universität, das ist der Campus, das ist die Stadt, der die Universität gehört und nicht irgendwie, nur weil es gerade einen Trend gibt, auf den Trend aufspringen und mitmachen. Ja. Frau Kollers? Ja, ich würde mich wahrscheinlich den anderen anschließen. Das Experimentieren sollte man auf jeden Fall und man sollte es auch kontinuierlich tun. Man sollte einfach weiter ausprobieren, was funktioniert nicht oder was funktioniert weniger gut. Und selbst bei Inhalten, von denen man denkt, dass sie nicht so gut funktioniert haben, sehen wir halt auch häufig, dadurch, dass Inhalte so viel länger leben, in Anführungszeichen, auf TikTok, dass sie auch nach mehreren Wochen oder Monaten noch Views generieren können. Und manchmal dauert es 2 Wochen, bis ein Video richtig abhebt sozusagen. Und man sollte dann, wenn es nicht direkt am ersten Tag erfolgreich ist, sollte man schon noch die Geduld haben sozusagen, es auch seinen Lebenszyklus sozusagen durchlaufen zu lassen. Also die Idee ist sozusagen, jeden Tag laden sich neue Menschen die App herunter und jeden Tag kommen neue Menschen dazu, denen das eigene Video vorgeschlagen werden kann. Ja, und darauf sollte man sich so ein bisschen einlassen, dass es vielleicht ein bisschen dauert, bis jemand anderes mit Inhalten interagiert hat, die dann sozusagen qualifizieren, dass sie auch die eigenen Inhalte vorgeschlagen bekommen. Das würde ich wahrscheinlich noch hinzufügen. Ja. Frau Dr. Ackermann, Sie hatten noch was? Ja, ich wollte dazu noch was ergänzen, weil auch wenn es auf der Plattform selbst vielleicht nicht so gut performt, ist natürlich auch was über alle Plattformen der Hochschulen dann ausgespielt werden kann, weil es halt auch ohne Registrierung natürlich einsehbar ist, die einzelnen Videos, auch Vorteil zu anderen Netzwerken. Und da kann ich dann trotzdem, wie hat Patrick Kuhlmann gesagt, auf die Marke einzahlen, weil ich es dann da verfügbar habe und für bestimmte Fragen, die sich beispielsweise aus Studienberatung oder verschiedenen Kontexten dargestellt haben, dann einfach nutzen.
Kursen. Also ich habe zum Beispiel auch Videos, die an anderen Hochschulen in den Moodle-Kursen hochgeladen werden, weil das halt so Standardfragen sind. Und dafür ist ja egal, ob das jetzt 100.000 Views oder 50 Views hatte. Ne? Also das finde ich auch nochmal ganz interessant. Ansonsten ist ein Best Practice dialogische Formate. Die gehen am besten meiner Erfahrung nach. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was Sie damit meinen oder was damit gemeint ist? Ah ja, der Content Graph mag, glaube ich, ganz gerne, wenn man in verschiedene Rollen schlüpft, die sich miteinander unterhalten. Das ist ein bisschen aufwendiger, muss man sich immer zwischendurch wieder umziehen und dann sich mit sich selbst unterhalten. Aber das trickst natürlich den Algorithmus dahingehend aus, dass ein bisschen dauert, bis klar ist, um was es geht, weil man erstmal fragt, also man hat erstmal eine Frage, auf die wird dann geantwortet und das hat relativ viel Abwechslung und dadurch gucken Leute häufiger die ersten Sekunden lang genug, dass es stärkere Ausspielung bekommt. Also jetzt nur mein Best Practice-Erfahrung. Super. Ja, dann vielen Dank. Dann würde ich erstmal ein paar Fragen vom Publikum nehmen. Wir hatten ein paar Fragen zum Thema Stitching. Jemand hatte gefragt, dass Sie als Lehrer oder Lehrerin eine Aufgabe geben oder eine Frage stellen können in 5 Sekunden und die Schülerinnen können ihre Antwort oder Ideen dazu äußern. Ist das dieses, vielleicht kann man nochmal auf das Format eingehen, Frau Kollers, vielleicht können Sie da nochmal ein paar Worte dazu sagen mit Stitching und wie man das in diesem Hochschulkontext benutzen kann. Also das Beispiel, was hier in der Frage genannt worden ist, das funktioniert definitiv. Also das ist auf jeden Fall möglich, Antworten auf eine Frage zu bekommen. Im besten Fall dann vielleicht nicht nur von den eigenen Studierenden oder Schülern, sondern vielleicht auch noch von sehr viel anderen. Aber möglich ist es definitiv. Vielleicht möchte Frau Ackermann vielleicht aus Creatorinnen-Perspektive noch etwas dazu sagen. Nee, das hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dass immer die Rückmeldung sofort an die Person jetzt käme. Also wenn Sie jetzt als lehrende Person so eine Frage stellen und Leute dazu Videos machen, bekommen Sie immer direkt einen Hinweis darauf, dass ein Video entstanden ist und können es dadurch dann auch wieder weiterteilen, weil Sie ja dann da erwähnt werden oder könnten dann das wieder mit einem Duett bei sich dann ausspielen. Also das wird ganz viel gemacht. Das ist jetzt bei meinem Studienvorstellungsformat auch so, dass die Personen dann, die wissen dann mit den und den Hashtags, können sie ihren eigenen Studiengang vorstellen, dann erwähnen die mich, dann kriege ich eine Info darüber und dann mache ich immer ein Stitch, wo man dann erst die Person sieht, wo sie kurz ankündigt, was passiert und dann sage ich nochmal, dass das ganz spannend ist. Also es ist ja auch alles ganz spannend, das ist ja nicht gelogen. Also ich freue mich ja dann auch wirklich mega, wenn jemand ein Studium vorstellt und das kann man so eigentlich ganz schön miteinander verbinden und hat dann immer die Verlinkung auch zum Originalvideo. Also dadurch würden jetzt auch aus den ganzen Personen, die diese Stitches zu ihrem Fragevideo machen, die würden immer wieder einen Hinweis auch auf ihren Account bekommen. Also das kann dann in Bezug auf die breiten Wirksamkeit natürlich auch ganz gut sich ausgehen. Super, danke. Dann gab es ein paar Fragen zu Datenschutz und das Teilen von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder wissenschaftlichen Themen. Können Sie sich da vielleicht, also welche Lösungen haben Hochschulen, die TikTok nutzen, mit der Datenschutz, was die Datenschutzverordnung betrifft, vielleicht? Können Sie da mal ein paar Worte dazu sagen oder wie Sie das persönlich erlebt haben? Ja, ich springe mal rein. Also ja. Tatsächlich haben wir das als ganz große Herausforderung für uns erlebt bei TikTok. Wir haben da viel diskutiert und uns dann auch wirklich dazu entschieden, also vielleicht erstmal zum Hintergrund. Wir sind ja so dazwischen so ein bisschen. Ne? Es gibt die Möglichkeit als Privatnutzer, sich relativ frei in der TikTok-Library zum Beispiel mit Musik und sowas zu bedienen. Als Hochschule sind wir aber gar keine Privatnutzer. Wir sind natürlich auch kein Wirtschaftsunternehmen. Aber was so diese Zwischenposition mit sich bringt, das konnte man ja im Sommer ganz gut sehen, als Jerusalema und Warner Brothers da eine Medienpräsenz erhalten haben. Und weil diese Grauzone uns so heiß ist, ist es tatsächlich so, dass wir da einen relativ rigiden Kurs fahren. Das heißt, dass wir also Musik lizenzieren, die wir verwenden, überwiegend separat und dass wir es wirklich vermeiden, einfach generell Songs einfach zu verwenden, wo wir die Urheberrechtslage selber nicht abprüfen und und sicherstellen können, dass das so ist. Das ist für unsere Studierenden auch tatsächlich ein Learning der Veranstaltung, wenn ich das mal so sagen darf. Also, dass wir da wirklich Prozesse einziehen, dass wir zeigen, okay, da muss eine Rückversicherung stattfinden, da muss eine Rückversicherung stattfinden, das müssen wir so und so dokumentieren.
Also das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig ist es einfach auch die Realität. So ist halt Social Media, dass man da schauen muss. Und vielleicht noch ein Zusatz aus Plattformperspektive. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, um welche detaillierten Fragen es geht, aber das kann man gerne auch im direkten Austausch besprechen, wenn es da ganz, ganz gezielte Fragen gibt. Also das biete ich auf jeden Fall an. Dann gab es noch ein paar allgemeinere Fragen zu Posting-Frequenz und halt der die personellen Kapazitäten, was da empfehlenswert ist, was da halt gut funktioniert hat, welcher Aufwand im täglichen, im Daily-Modus betrieben werden sollte, damit sich das auch lohnt, damit die Strategie auch zum Anspielen kommt. Also ich glaube schon gut, wenn man 3-4 Postings schafft pro Woche, aber ich schaffe das auch nicht immer. Also weil man hat ja auch noch Tagesgeschäft, was das dann nicht immer gestattet, dass man das machen kann. Aber so eine gewisse Kontinuität und auch eine ähnliche Zeit, an der man die Dinge veröffentlicht, stärken dann schon die Sichtbarkeit. Weil ich weiß auch nicht genau wieso, denn offiziell soll es ja nicht so sein, aber trotzdem hilft diese Kontinuität dabei, dass es dann auch wieder zumindest den eigenen FollowerInnen ausgespielt wird. Und der Aufwand ist dann ganz unterschiedlicher. Also ich würde schon rechnen, je nachdem, was man macht, dass man zumindest eine Stunde auch einkalkuliert für eine Minute. Also kann auch mal komplexer sein, dass man Dinge erstmal noch recherchieren muss oder muss Rollen noch konzipieren oder Dialoge schreiben. Aber trotzdem ist eine Minute für ein Content-Piece, also eine Stunde Aufwand für ein Content-Piece ja noch in einem überschaubaren Rahmen. Also auch wenn man jetzt damit anfangen würde, mal zu experimentieren, kann man schnell einsteigen. Also das ist halt auch sehr niedrigschwellig. Super. So 3 bis 4. Entschuldigung, du zuerst. Dem kann ich mich auch anschließen. Also man sollte den Aufwand für ein Video definitiv nicht unterschätzen. Es ist ja nicht nur das Drehen, man muss es dann auch noch schneiden und entsprechend bearbeiten, besonders wenn man dann auch Effekte nutzt. Da gibt es ja sehr vielfältige Möglichkeiten. Wir hatten als Frequenz jetzt auch 2 bis 4 Videos pro Woche und unser Team bestand aus 12 Studierenden, glaube ich. Was eine gute Anzahl war. Und ja, aber wie gesagt, man sollte den Aufwand nicht unterschätzen und auch darauf achten, dass man eben kontinuierlich Inhalte produziert, dabei aber dann auch auf die Qualität achtet und nicht wild irgendwas postet, damit man etwas veröffentlicht, sondern da trotzdem darauf achtet, dass es zum Account passt. Super. Letzter Kommentar noch von Herrn Kuhlmann, da müssen wir leider. Also 3 bis 4 Mal die Woche ist auch bei uns der Plan, zumindest mal in der Anfangsphase, vielleicht auch durchgehend zu posten. Und wie ich vorhin ja schon gesagt habe, schreiben wir derzeit eine Stelle aus, nur für TikTok, weil wir das auf keinen Fall nebenher laufen lassen wollen. Das würde nicht funktionieren, das nebenher laufen zu lassen. Und die Stelle, wenn sie besetzt ist, könnte dann sogar zugreifen auf unsere Videoredaktion, auf unser Online-Team und auch noch auf die Studienbüros, um da eben Content reinzubekommen. Also wir hätten dann eine Person, die das macht, aber ein Team, das TikTok dann begleitet. Das ist der Aufwand, der dann aber auch erfüllt werden muss. Super. Und vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Zeit angelangt. Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme. Und vielen Dank an unser Podium für die tollen Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Wie schon vorher gesagt, es gibt eine Online-On-Demand-Aufzeichnung dieser Masterclass und einen zusammenfassenden Artikel mit den wichtigsten Erkenntnissen. Die werden in Kürze auf der Higher Education Website veröffentlicht. Vielen Dank nochmal und wir hoffen, Sie bei zukünftigen The Higher Education Veranstaltungen wiederzusehen. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank auch von mir. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.